Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der Technischen Universität in Dresden. Und ich hatte gestern die große Freude, vor einer doch recht großen Zahl an interessierten ZuhörerInnen die Spannweite des Projektes oder des Projekt-Hubs, müsste man eher sagen, Digital Lernhut auszubreiten. Da ich allerdings mit der internen Aufzeichnungsfunktion von Zoom sehr, sehr, sehr unglücklich bin, habe ich mich dazu entschlossen, noch einmal dieses kurze Intro voranzustellen, um die schlechte Bildqualität zu rechtfertigen, die man erwarten kann, wenn man mit Zoom intern aufzeichnet, zum einen. Zum anderen, um noch einmal zu sagen, dass es sich bei diesem Veranstaltungsformat gestern um eine Werbeveranstaltung gewissermaßen handelte, die sowohl in den Gegenstand als auch in mögliche Kooperationsfelder einführte und die vor allen Dingen nur der Auftakt einer Reihe weiterer Veranstaltungen sein wird. Darin lege ich ganz kurz zum einen dar, was mein spezifisches Interesse an den Quellen, die wir im Moment in Dresden erschließen, ist, nämlich, dass ich mich sehr gern mit koloniallinguistischen Fragestellungen auseinandersetze und je weiter wir kommen, auch mit konstruktionsgrammatischen Fragestellungen in maschinell lesbaren Textkorpora, zu denen hin wir im Moment in Dresden dank der Unterstützung der SLUB die ersten Schritte gehen. Es wird sich in diesem Vortrag zeigen, dass an der einen oder anderen Stelle vor allen Dingen erst einmal lose Enden ausgerollt werden in bestimmte Richtungen. Aber das schon sehr deutlich erkennbar ist, dass wir es hier mit einem Themengegenstand zu tun haben, der weit über das Interesse einer Einzeldisziplin hinausreicht. Es sind zum Beispiel Landschaftsarchitektinnen mit im Auditorium. Wir haben eine Kollegin vom Sorbischen Institut mit da, die den Kontakt nach Kleinwelke herstellen möchte. Wir haben BotanikerInnen mit in diesem Projekt. Es kommt hier die Frage auch nach der kirchenmusikalischen Würdigung der Herrnhuter Bestände auf. Auch da haben jetzt schon wieder unterschiedliche Kontaktaufnahmen und Anbahnungen seit gestern bereits stattgefunden, sodass wir Digital Herrnhut nicht als ein Projekt, sondern als einen Projekt-Hub verstehen müssen, der mit einem Blog die erste institutionelle Anlaufstelle hat, aber im Verlauf des Jahres in die Arbeitsform eines Arbeitskreises gegossen werden wird, auch unter Beteiligung der beteiligten Institutionen, nämlich primär erstmal Herrnhut und dann möglicherweise auch Kleinwelke und der SLUB und Forscherinnen an der TU Dresden, sodass wir zweimal wenigstens im Jahr die Möglichkeit haben, uns über den Fortgang von Einzelprojekten auszutauschen, von denen ich heute schon zwei kleinere vorstellen möchte. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß bei der audiovisuell herausfordernden Aufzeichnung und bin bis zum nächsten Treffen ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Gern schriftlich widersprechen, mit Durchschlag bitte. also es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, an dieser Stelle einen Rundumschlag zu wagen über das, was zum einen in den letzten Wochen passiert ist und zum anderen, was sich, glaube ich, mittlerweile abzeichnet, was man mit dem Thema Herrnhut tun kann. Ganz herzlich begrüßen möchte ich nicht nur Nora Kindermann, sondern vor allem Lubina Marling vom Sorbischen Institut. Das ist faktisch unser Standpunkt und ein Standbein in Ostsachsen. Und wir haben uns über eine Arbeit im Sorbischen Institut kennengelernt und witzigerweise kreuzte sich dann irgendwann mal in Herrnhut. Und das deutet schon so ein bisschen an, wie viele Institutionen möglicherweise in den engeren Kreis des Interessenfeldes hineinwachsen. Denn es betrifft eben nicht nur die TU Dresden, sondern auch die SLUB, das Sorbische Institut. Dann in Dresden selbst die Germanisten, wir haben Botaniker dabei, Gartenhistorikerinnen, wir haben gerade über Musikwissenschaften gesprochen. Und ich für meinen Teil kann leider nur Linguistik. Ja, von dem Rest habe ich keine Ahnung. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsame Thema nutzen, um synergetisch so zusammenzuarbeiten, dass wir alle was davon haben. Ich stelle vielleicht zwei, drei Ideen vor, die ich habe. Ein Teil davon ist ausfinanziert schon, ein Teil wartet noch auf Finanzierung. Und das größte
Abenteuer steht da hinten, hinter mir. Das ist eine 3D-Kamera, mit der man virtuell 3D-Räume anlegen kann. Und meine Idee wäre, dass wir virtuelle Exkursionen organisieren und die räumlich an Hernhut Kleinwelke und an Nieski binden. Aber dazu später. Okay, den Kurzüberblick, Hernhut. Da müssen Sie mir mal bitte ein Zeichen geben, wenn es zu viel ist. Ich versuche es wirklich ganz, ganz kurz zu halten. Für die meisten, die Hernhut kennen, dürfte das alles andere als interessant sein. Zwei, drei Schlaglichter sage ich vielleicht trotzdem. Dann sage ich was zu meiner Motivation, was ich eigentlich will, was ich mit den Quellen, die wir erschließen, tun möchte. Da sind wir nämlich noch lange nicht und würde dann aber aus zwei Perspektiven mal auf das Ganze schauen wollen. Das ganze Thema, nämlich einmal eine lokale Perspektive, wo die sehr viel mit Erschließungen zu tun hat, sehr viel mit Arbeit vor Ort und auch eine bürgerwissenschaftliche Komponente hat oder haben kann, was ich mir sehr wünschen würde. Und den zweiten Fokus, den ich legen möchte, ist der auf internationalen Kooperationen. Und da gibt es jetzt schon zwei und es wird noch mehr geben. Und die brauchen wir unbedingt, weil ich einen Text will. Den will ich haben. Und der liegt im Moment als Manuskript in Bethlehem, Pennsylvania. Und das ist eine onondagogische Grammatik, Deutsch onondagogisch, 7 Bände mit 8 Bände mit Lexikon. Und die ist von Zeisberger geschrieben und liegt im Original in Bethlehem und die haben wir nicht. In Bethlehem spricht aber niemand Deutsch, also bleibt sie da auch liegen. Also das heißt, das ist so ein bisschen, diesen Text hätte ich gern und ich sage Ihnen auch, wie ich daran komme. Okay, aber vielleicht ganz kurz zum Kurzüberblick. Worum geht es schlussendlich? Wir sind hier vom Hutberg aus gesehen auf Herrnhut, vor sich den Gottesacker. Ich glaube, ich zeige es mal. Kann man meinen Mauszeiger sehen? Geht es? Ja. Ja. Ich glaube, das hier, eines der Gräber, die man hier sieht, ist von Spangenberg im Übrigen. Aber das zum Thema virtuelle Exkursion, ja. Also das könnte man durchaus sich anschauen, genau wo er liegt. Aber was ist Herrnhut? Herrnhut ist eine pietistische Ausgründung Anfang des 18. Jahrhunderts. Als Gründungsdatum gilt üblicherweise der 13. August 1727. Und das bedeutet, wenn Sie gut mitrechnen, dass wir auf das 300-jährige Jubiläum zustoßen. Herrnhut macht es nicht nur, dass sie ein Jubiläumsjahr feiern, sondern die machen das so einfach mehrere Jahre hintereinander weg. Ja. Im November ist eine große Fachtagung. Wenn alles gut läuft, ist bis dahin der Kirchensaal saniert. Und das bedeutet, das wird der Aufschlagpunkt sein für Juan, Kai Michael Würzner und mich, dass wir das, was wir in Dresden mit den Quellen machen, in Hang vorstellen. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das natürlich auf der einen Seite bedeuten kann, dass man sagt, ja, das hatten wir uns anders vorgestellt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Oder aber es ermöglicht uns, mit Herrnhut weiterzuarbeiten und ich glaube, ein sehr interessantes Projekt direkt vor der Tür Dresdens umzusetzen. Das, was mich eigentlich die meiste Zeit umtreibt, ist nicht das, was Nora Kindermann umtreibt. Nora Kindermann ist eine Gartenhistorikerin. Die kümmert sich zum Beispiel um die Anlage von Gärten, ja? Oder ich weiß nicht, die Botanik ist heute, glaube ich, nicht da. Welche Pflanzen mitgebracht worden sind aus dem Rest der Welt nach Herrnhut. Ja, das sind so Möglichkeiten. Mich interessiert, was passierte, als man missionierte und von außen auf die Welt schaut. Das heißt, den Blick, den die HerrnhuterInnen einnehmen, wenn sie außerhalb von Europa sind. Ist im Wesentlichen der Punkt. 1731 geht das Ganze los von Herrnhut aus verschiedenen Gründen. Und man läuft los ohne Ahnung. Also man weiß nicht, auf was man sich einlässt. Hat kein Geld. Ja, und ist eigentlich nur, hat eine Idee davon, dass man irgendwas tun will. Das ganze wahnwitzige Projekt, das wirklich wahnwitzig ist, wenn man sich die ersten Texte anschaut und sehr wagemutig, geht im Wesentlichen auf eine zentrale Idee von Zinzendorf zurück, dass er sagt, wir müssen unsere ausgearbeitete Theologie überall in der Welt verbreiten. Er hat ein unglaubliches Sendungsbewusstsein und ist eine der charismatischsten Figuren Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn man sich so in den religiös erweckten Kreisen bewegt. Ja, also sehr farbenfroh.
manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus. Man würde heute sagen, es ist ein Teilzeit-Wahnsinniger, der auch den ganzen Tag nur durchschreibt. Ja, also das heißt, Thema Leader. Und also sagen wir mal so, er hat, steht zu Recht im Mittelpunkt dieser einer, charismatischen Bewegung. Und man gründet dann nacheinander sofort Missionsstationen. 1732 in der heutigen Karibik, dann Grönland, Lappland, Georgia in Nordamerika, Suriname, Südafrika, Ceylon und so weiter und so fort innerhalb weniger Jahre. Und baut somit von Herrnhut aus über Fulneck in Yorkshire ein weltweites Netzwerk von Missionsstationen aus. Immer hart am Limit, was das Finanzielle angeht und auch in der Auseinandersetzung mit der Obrigkeit. Ich zeige mal noch einen anderen Aspekt. Wir hatten schon Gartengeschichte, Botanik, Musikgeschichte. Das, was Sie hier sehen, ist eine ideologisch leicht übertönte Darstellung. Und die ist gemalt von Johann Valentin Haid. Das ist der Haus- und Hofmaler der Brüdergemeine. Und der setzt alles und jeden in Szene, der und das ideologische Programm. Ich bin aber kein Kunsthistoriker. Das heißt, diese Perspektive fehlt uns noch. Es wäre uns gut angeraten, wenn wir die dabei hätten. Was uns auch fehlt, sind Möbelkundler, die sich mit Möbelgeschichte beschäftigen. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben noch viel mehr Perspektiven, aus denen wir andocken können. Das, was passiert ist innerhalb von wenigen Jahren, dass man ein weltweites Netzwerk an Missionsstationen aufbaut, die auch in einem sogenannten Missionsdepartement zusammengefasst sind. Und am Ende des 19. Jahrhunderts wird dann die Unitätskirche in verschiedene Areale eingeteilt. Damit nimmt man die Entwicklungen des Ersten Weltkriegs voraus, weil man in den napoleonischen Kriegen bittere Erfahrungen gemacht hat mit der Abhängigkeit von Kolonien zu bestimmten Kolonialmächten. Entschuldigung. Und man muss ungefähr sagen, dass bis 1890, das ist ungefähr diese Zeit, um die es dabei geht, alle Quellen in Herrnhut liegen. Das heißt, alle Quellen, die mehr oder weniger aus der Welt geschickt werden, Briefe, Korrespondenznachrichten, Lebensläufe und so weiter und so fort, werden in Herrnhut gesammelt und zwar in Kopie. Das heißt, es gibt überall auf der Welt herrnhutische Archive. Das nächstgrößere sind meines Wissens Fulneck, das liegt heute in Harvard zu großen Teilen das Archiv. Und das nächstgrößere ist das Moravian Archive in Bethlehem, Pennsylvania. Und dort liegen nicht nur Bestände, sondern wenn von dort Nachrichten geschickt werden, liegt dort das Original, die Kopie geht dann nach Herrnhut und wird unter Umständen in Herrnhut nochmal abgeschrieben. Das heißt, man hat innerhalb kurzer Zeit einen unglaublichen Wissensschatz, ja, ein unglaubliches Archiv, was aufgebaut wird. Und Herrnhuter rechtfertigen sich für alles und jeden. Das heißt, die sind geübt darin, alles und jeden zu dokumentieren. Und das, was wir aus Herrnhut kennen, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Das heißt, Juan, warst du mit im Archiv? Warst du damals mit? Ja. Ich war beide mal dabei, das ist sehr beeindruckend. Okay. Und man macht sich keine Vorstellung davon, also ich habe mir persönlich keine Vorstellung davon gemacht, über was für einen Schatz wir da reden. Ja, es gibt bestimmt mit Sicherheit 3-4 Dinge in dieser Schatzkammer, die wir nie wirklich zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht doch irgendwann im Verlauf, das wäre eigentlich mein, wenn ich in 10 Jahren die Protokolle der Unitätsältestenkonferenz digitalisiert vorliegen hätte, dann würde ich mich freuen. Also wenn wir so weit kommen, dass uns Herrnhut so vertraut, dass wir ihre Daten nicht zu fragwürdigen Zwecken einsetzen, da würde ich sagen, das ist so das Ziel. Die Akten der Unitätsältestenkonferenz. Das sind rot eingebundene Bände, in der jede Entscheidung sauber ausdokumentiert ist. Und zwar, vielleicht haben Sie schon mal von der Institution des Loses gehört. Also das heißt, es gibt so die Tageslosungen, die sind herrnhutischen Ursprungs. Und die bestehen im Wesentlichen, das Los besteht darin, dass man in anderen Regionen heißt es das sogenannte Bibelstechen, dass man also Zitate aus der Bibel sticht, also herauslost, und dieses Los steht für den Willen Jesu Christi. Also das heißt, das unmittelbare Gotteswille.
Und mit dem Los wird zum Beispiel werden weitreichende Entscheidungen getroffen bis an den Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel, soll ich in die Mission? Ja, nein. Soll ich heiraten? Ja, nein. Darf ich Person XY heiraten? Ja, nein. Und diese Losentscheidungen, also es ist ein bisschen überspitzt jetzt, ja, also diese Losentscheidungen sind in diesen Protokollen dokumentiert. Und die hätte ich gern. So, aber zurück zur Mission. Auch die Mission reicht erstmal. Aus meiner Perspektive. Und wenn wir uns auf die Missionstheologie, Herrn Hutz, konzentrieren, Sie sehen hier das sogenannte Erstlingsbild, die First Fruits. Man könnte mal raten, von wem es gemalt ist. Ist eine der zentralen Darstellungen, die, glaube ich, die Missionstheologie der Herrn Hutter gut fasst. Also die Herrn Hutter sind christozentrisch ausgerichtet. Also die Trinität haben sie, glaube ich, notgedrungen. Das heißt notgedrungen, aber um in der Confessio Augustana zu bleiben, anerkannt. Aber schlussendlich bleibt es eine christozentrische Glaubensgemeinschaft. Und Sie sehen schon, das, was hier dargestellt wird, das Hinweisen auf die Seidenwunde. Jesu Christi treibt nicht nur einige Blüten in den Herrn, sondern ist auch Ausdruck der sogenannten Prädestination, das heißt der Gnadenwahl. Wer zur Herrn- oder Brudergemeinde gehört, ist schon im Diesseits. Und Voraussetzung dafür ist, dass Sie am Abendmahl teilnehmen dürfen. Und wenn Sie das tun, dann sind Sie schon im Diesseits des Jenseits sicher. Das ist natürlich erstmal eine relativ starke Setzung, aber in dem Bewusstsein lebt die Gemeinschaft. Das heißt, und da alle vor Christus gleich sind, sind erstens Männer und Frauen gleich und zweitens gibt es keine, zumindest auf der Vorderseite der Medaille, keine Differenzierung zwischen ethnischer Herkunft. Ja? Die interessanteste Figur auf diesem Bild, also es gibt zwei sehr interessante Figuren, ehrlich zu sein. Die Figur, die links neben Jesus Christus steht, von ihm aus gesehen, das ist einer der ersten First Natives aus Amerika, der getauft worden ist. Und weiter unten sehen Sie Rebecca Protten. Das ist die schwarze Frau in Herrnhutertracht mit dem kleinen Baby im Arm. Rebecca ist eine ehemalige freigelassene Sklavin, die zu den Herrnhutern kommt, also in der Karibik, ich glaube auf Antigua war sie, kommt dann zur Herrn und der Gemeinde. Man erkennt sie daran, dass sie als verheiratete Frau trägt sie das blaue Halsband, das blaue Band um die Haube mit Schleife. Und der Mann, der zu ihr schaut, ist ist ihr Ehemann, das ist ein Südafrikaner. Und beiden haben auch eine eigene Plantage in der Karibik und verbringen ihren Lebensabend in Herrnhut. Es gibt natürlich dann um diese Geschichte, um Rebecca Protten gibt es noch tausend andere Dinge. Was man daran aber erkennt, ist, dass erstens, wenn man auf Mission schaut, es kein Schwarz-Weiß gibt. Das heißt, man muss bei Herrnhut immer darauf achten, dass man der Komplexität des Gegenstandes ein bisschen gerecht wird. Also man finanziert zum Beispiel mit eigenen Plantagen in der Karibik die grönländische Mission ging. Und es gibt auch herrnhutische Plantagen, die zur Bewirtschaftung dienen. Ja, also das muss man sich klar machen. Dafür ist das Spiel, das man, glaube ich, in den Kolonien spielt, um Herrschaft und Unterdrückung und Ausbeutung zu komplex, um zu sagen, wir halten immer nur eine Position ein. Das gelingt Herrnhutern leichter in Nordamerika. Aber das ist so ein Punkt, den man auch über die europäische Geschichte wissen muss. Also das heißt, selbst wenn man Gutes will und Gutes tun muss, ganz aus dem System kann man nicht austreten. Aber das wäre möglicherweise ein Thema des Projektes. Okay, was ist also das Interessanteste für mich? Für mich ist das Interessante, dass Herrnhut den kompletten Abolitionismus begleitet. Das heißt, alle Formen und Phasen der Freiheitsbekämpfung oder der Freiheitserkämpfung, ja, und der Sklavenbefreiung macht Herrnhut mit und dokumentiert Herrnhut aus. Weshalb ist das interessant? Weil wir tatsächlich über die europäische Unterjochung großer Teile dieser Welt nur ein sehr eingeschränktes Wissen haben. Und zumindest
wenn wir uns die deutsche Kolonialgeschichte anschauen und damit verbunden die deutsche Koloniallinguistik, die sich nur um die deutsche Kolonialzeit kümmert, ein extrem verkürztes Bild davon haben, wie überhaupt so etwas wie eine koloniale Unterdrückung funktioniert, vor allem konzeptuell, wie es begrifflich funktioniert, wer auf welcher Seite steht, ja, und so weiter und so fort. Und Herrn bietet uns deutschsprachige Quellen an bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Also wir sind nicht darauf festgelegt, uns nur am Ende des 19. Jahrhunderts zu bewegen, sondern wir haben einen sehr differenzierten Blick auf die Welt vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Und das ist eine Besonderheit. So, und zwar haben wir die großen Missionsnarrative, also echte 100-seitige, mehr 100-seitige, fast 1000-seitige Missionsnachrichten und Missionsnarrative. Hier sehen Sie zum Beispiel die Geschichte der evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln. Und das sind von Oldendorp, und das sind Texte, die zur Hälfte so etwas haben wie eine Kulturbeschreibung, eine Völkerschau und auf der anderen Seite so etwas wie eine Entwicklung der Mission. Und sowohl der eine wie der andere Teil sind beidermaßen interessant, und von der Textmenge her ist es so viel, dass man an diesen Texten, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind, also sind orthografisch fast fehlerfrei, sie orientieren sich fast an der Norm von 1906, bis auf kleinere Schreibvarianzen. Das ist absolut erstaunlich, auch in der privaten Schriftlichkeit im Übrigen. Und das heißt, wenn wir genügend von diesen Texten erschließen, können wir, jetzt kommt mein anderes Steckenpferd, eine Konstruktionsgrammatik des Deutschen ab 1720 schreiben mit einem geschlossenen Korpus. Und zwar mit medial gedruckten Texten und mit medial geschriebenen Texten. Etwas, das es in der Form so in der Geschlossenheit überhaupt nicht gibt. Das Zweite, was es nicht gibt, ist, dass wir das einzige Korpus haben, das mehrsprachig ist. Das heißt, die meisten Texte, die Sie jetzt hier sehen, existieren auch in einer englischen Übersetzung. Und zwar in der Übersetzungsrichtung Deutsch-Englisch. Auch das ist absolut einmalig. Und ich würde Ihnen ganz gerne ein paar Beispiele zeigen, an denen man das, also wo man sieht, was das für Konsequenzen hat. Mich interessiert, Sie sehen hier ein paar Beispiele für diese Missionsgeschichten, alle ewig groß, sehr bekannt, sehr berühmt. Also Losgiel vor allen Dingen, das ist die Nordamerika-Mission. Da komme ich später nochmal drauf. Und jetzt das Besondere, was wir daneben noch haben. Also wir haben diese großen Missionsnarrative und daneben haben wir ab 1806 Periodika, die wiederum Vorstufen haben. Es gibt das sogenannte Jüngerhausdiarium, das gibt es seit 1747. Und aus diesen Diarien der unterschiedlichen Häuser und Ortsgemeinden wird dann ab 1806 so etwas wie ein Periodikum für die Gemeinschaft. Und das sind die Nachrichten aus der Pilgergemeinde ab 1806. Was wir nicht wussten, ist, dass, also ich kannte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur die Beiträge zur Erbauung aus der Pilgergemeinde, und zwar ab 1817, 18. Und dann die gedruckten Bände ab 1819 bis 1894, die dann in die Mitteilung aus der Brüdergemeinde wechseln, 1895. Und wir haben jetzt das große Glück, dass wir mit dem Landesdigitalisierungsprogramm die ersten Bände ab 1806 digitalisieren können. Und die ersten sechs sind meines Wissens, die ersten sechs Bände sind in Dresden und es kommen nochmal 125 Bände nach, handschriftlich. Wer von Ihnen sich mit Mediengeschichte auseinandersetzt, kann da mal einen Blick drauf werfen, denn innerhalb dieser Zeit ist es so, wir wissen noch nicht genau, welche Auszüge ab 1819 in die gedruckten Texte gegangen sind. Das heißt, wir haben da Doppeljahrgänge, in denen sowohl handschriftlich überliefert ist, als auch gedruckt wurde. Und erst ab ungefähr 1850 erscheint alles im Druck. Das heißt, man kann hier ein Periodikum im Entstehen beobachten, und zwar über 100 Jahre. Das ist das eine. Das andere ist, die Nachrichten ab 1806, die unterscheiden sich von denen, die danach kommen. Die sind sehr programmatisch. Wir haben jetzt die ersten 8 Briefe, eingelesen. Und ich habe gedacht, naja, was soll da jetzt groß anders sein als an den Dingern als ab 1819? Ja, naja, tauchen ein paar Namen auf. Zeisberger, Luckenbach, Verbeek, Steiner, Latrobe, Loskiel. Und man geht so einmal durch den Kopf durch und merkt,
das, was 1806 davor liegt, ist wahrscheinlich ist ein Programmauftakt dieser Nachrichten. Das heißt, das ist das Who is Who der Herren- und der Bruttogemeinde, die da durchgereicht wird, durch Briefe und Berichte und Beschreibungen. Großartig. Also das heißt, also da freue ich mich schon drauf. Da haben wir jetzt acht Dinge eingelesen. Zeige ich Ihnen. Okay. Wenn wir über Konstruktionsgrammatik und Koloniallinguistik nachdenken, was mich interessiert ist, schlussendlich reicht unten der fettgedruckte Teil. Wie kommt, was, welcher Teil unseres europäischen Wissens kommt aus Herrnhut? Und welcher Teil von dem, was wir von der Welt wissen, ist durch herrnhutische Quellen vermittelt? Ich denke, dass wir einen Bruchteil davon überhaupt nur kennen, ja, weil die Verbindungslinien nach Herrnhut immer entweder über eine englische Übersetzung unterbrochen sind oder über ein Manuskript, das wir nicht kennen. Und das Interessante ist an Herrnhut, dass die Gemeinschaft ideologisch so stabil ist, dass sie einen relativ unverfälschten Blick, ich weiß, Vorsicht, Quellenlage und so weiter und Interpretation, aber einen relativ unverfälschten Blick auf die Menschen außerhalb der Gemeinschaft. Denn aus der Perspektive der Gemeinschaft ist es schlussendlich vollkommen egal, wer sie sind und wo sie hergelaufen kommen. Solange sie nicht am Abendmahl teilnehmen, sind sie eh verloren. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob sie in Nordamerika sind oder in Herrnhut. Wenn sie der nächste Nachbar sind, der nicht getauft ist, haben sie keine bessere Position gesellschaftlich als jemand, der First Nations oder Native Americans in Nordamerika. Ja, also vollkommen egal. Und diese Position erlaubt es den Herrnhutern relativ unverstellt und unverstört auf die Welt zu blicken und das zu dokumentieren. Das macht die Quellen so wertvoll für eine Mentalitätsgeschichte. Koloniallinguistik, nur für den Fall, dass Sie sich dafür interessieren, ist ein spezieller Zweig innerhalb der Linguistik. Die Slides gebe ich nachher noch zur Verfügung. Bindet im Wesentlichen an Foucault an. Und da geht es vor allen Dingen um den Machtbegriff. Ja, also das heißt, wie wird Macht durchgesetzt und umgesetzt und so weiter und so fort. Wer ist unterdrückt, wer wählt aus, wer schränkt Handlung ein. Und das liegt in Kolonialgebieten, kann man das irgendwie sehr gut anbringen. So, jetzt zu dem historischen Punkt, auf den ich hinaus will. Also ich persönlich, der mich interessiert. Und zwar Nordamerika. Anfang des oder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sieht im Wesentlichen noch so aus, dass gerade mal die Ostküste irgendwie besiedelt ist europäisch. Es gibt zwei, drei Kolonien. Und 1776 die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Vorfeld und im Nachfeld kriegerische Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Kolonialmächten. Also ein ziemliches Durcheinander. Der Punkt ist, dass in dieser Zeit Herrnhuterinnen die ganze Zeit präsent sind, und zwar mit dem Schwerpunkt in Pennsylvania. Und dann später, nachdem die verschiedenen Nationen, indianische Nationen, nach Westen vertrieben werden, gehen einzelne Herrnhuter mit ihnen mit, also dann für Station, zunächst Ohio und dann auch noch weiter nach Westen. Also, und das, was die Herrnhuter beschreiben, klingt in den Texten leider nach Genozid. Ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. Es gibt den sogenannten Pfad der Tränen, das ist die Vertreibung der Cherokee. Und das ist um die 1830er. Und das sind Texte, die einen sehr nachdenklich werden lassen über das Bild, das man von Europa aus auf Nordamerika hat um diese Zeit. Ist politisch extrem relevant, weil zu der freiheitlichen Idee der Unabhängigkeit, die wir feiern, ja, also die Geburtsstunde der Demokratie in einem westlichen Vorbild, gehört eine Gründungsbrutalität, die ihresgleichen sucht. Und es ist das eine nicht ohne das andere zu bekommen. Das ist interessant. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht die letzten Tage zurückerinnerten an die Erstürmung des Kapitols unter Trump, fragen Sie sich mal, wer das gewesen ist. Also, aber ich sage Ihnen nachher vielleicht, wer das gewesen ist. Es waren nämlich die Amerikaner. Und diese Amerikaner tauchen auch bereits in den Texten Luskiel auf. Okay. Zeisberger hatte ich schon erwähnt. Zeisberger, den werde ich auch nachher nochmal erwähnen, ist eine der zentralen Missionarsfiguren in Nordamerika.
hier historisierend dargestellt. Natürlich, wie man das erwartet aus einer europäischen Perspektive, die First Nations mit Federschmuck. Korrigieren Sie Ihr Bild von Nordamerika, sah nicht aus wie bei Karl May. Und auch das ist natürlich hier sehr stark überzogen und romantisierend dargestellt. Nichtsdestotrotz spielt David Zeisberger in der Indianermission eine unglaublich große Rolle, wichtige Rolle. Dazu aber später mehr. Wenn man sich jetzt mit so etwas beschäftigt wie mit Nordamerika, dann würde ich sowas empfehlen, wie in den Zeisberger reinzulesen, also die Missionstagebücher 1772 bis 1781, sehr stark geprägt vom sogenannten Knabenhüttenmassaker, das er miterleben musste. Dann Los Kiels Nordamerika-Mission 1789, die Übersetzung von Benjamin Latrobe ins Englische von Los Kiel, die wird zur Grundlage für Heckewelder, John Heckewelder, von 1819, und Heckewelder wiederum wird zur Grundlage für Coopers Lederstrumpf-Trilogie, und zwar den dritten Band, Der letzte Mohikaner. Das wissen wir, das ist bezeugt, das sagen sie auch alle. Also Cooper sagt, er hat es daher, und Heckewelder sagt, er hat es daher. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber es ist eine typische Weitergabe von herrnhutischem Wissen, die typischer gar nicht sein kann, für bestimmte Wissensbestände aus einem bestimmten Missionsgebiet. Die ein oder andere wird vielleicht gelesen haben, dass ich ab und zu mal den Namen Karl May fallen lasse. Bei Karl May ist die Lage ein bisschen schwieriger. Aber ich vermute, dass auch hier direkte herrnhutische Einflüsse da sind. Also wahrscheinlich über Rezeption von entsprechenden Berichten. Eventuell in der Gefängnismission. Ja, das heißt, innere Mission vor Ort ist durchaus vorstellbar, ist aber eigentlich nicht mein Interesse, nämlich nur als Anker, um andere Leute anzulocken. Spannend ist Abraham Steiner. Abraham Steiner ist so eine Zwischenfigur. Ich habe ihn vorhin kurz erwähnt. Der führt im Wesentlichen alle Fäden zusammen und er scheint die ganze Zeit durchs Land zu reisen. Also er ist ständig unterwegs und ist vor allem, wenn man so die Age macht und sich mit Karten beschäftigt, glaube ich, eine der interessantesten Figuren. Der kennt, glaube ich, alle und jeden zu seiner Zeit an der Ostküste der dann Vereinigten Staaten. Ja. Okay. Aber was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist ein kurzer Auszug aus Los Kiel von 1789 und La Trobe von 1794. Also diese typische Übersetzungsrichtung Deutsch-Englisch. Das sind zum einen kann man sich, bin ich das erste Mal drüber gestolpert, darüber, dass Los Kiel von weißen Leuten spricht. Also er ist selbst Deutscher, ja. Also er spricht als Deutscher aus Nordamerika über weiße Leute. Und ich dachte, ja, das ist eine relativ singuläre Angelegenheit. Wer weiß, was mit Los Kiel nicht in Ordnung war. Aber es ist tatsächlich eine allgemeine Übernahme von Bezeichnungen, die wir auch aus anderen Missionsgebieten kennen, die sich mit einer bestimmten Rolle identifizieren. Und man merkt es bei Los Kiel insbesondere, dass er versucht, die Position der First Nations einzunehmen. Also er versucht es wirklich, es gelingt ihm nicht immer. Er steht auch ab und zu kopfschüttelnd davor. Aber bemerkenswert ist, dass er Eigenbezeichnungen, Bezeichnungen von anderen Fremdbezeichnungen übernimmt. Und dazu gehören auch die weißen Leute. Interessant ist diese Passage, also nämlich, dass der Begriff ein indianisches Konzept ist. Also das heißt, es ist eine Übersetzung aus einer indianischen Sprache. Die Shawnaks, und das sind nämlich die weißen Leute, die sonntags in die Kirche gehen, also das sind Sonntagsindianer, wenn man so will. Und das ist, deklariert das ganz klar als Stigma-Wort, also was typischerweise eingesetzt wird, um die anderen herabzusetzen, und nutzt die Übersetzung, um die eigenen Leute zu beschreiben. Und das ist schon sehr speziell. Da bin ich hängen geblieben. Denn wenn man sich den Text dann anschaut, es geht um alle möglichen Themen, Krieg und Verdrängung und Vertreibung. Besonders bitter ist, wenn man 1789 so einen Satz liest, wie die Ankunft der Europäer gab also Veranlassung zu Wanderung ganzer Völkerschaften. Das ist so eine Haltung, die man
einnimmt, also Wanderung ganzer Völkerschaften ist freundlich ausgedrückt, immer mit der Hoffnung verbunden, dass man sich mit den Europäern noch einigen könne. Das ist, durchzieht alle Texte. Bis in die 1830er und die Präsidentschaft von Jefferson, dann weiß man eigentlich, jetzt ist gelaufen, jetzt ist vorbei. Und auf was ich aber hin will, ist die Klassifizierung zwischen Engländern und Amerikanern. Die Amerikaner sind im Wesentlichen diejenigen, die sich gegen die Engländer stellen, sind auch Weiße, aber sie sind halt eben keine Engländer, sondern Amerikaner. Und diese Amerikaner werden nach ihren werden Langmesser genannt nach den Degen, die sie tragen. Interessant wird es dann an dieser Passage, das zeige ich, ich habe mich immer gefragt, warum differenziert Lustig zwischen den weißen Leuten, den Europäern, den Briten, Engländern und den Amerikanern? Moment. Da geht es nämlich um diese Stelle. Da geht es um diese Stelle und das ist das schon erwähnte Knabenhüttenmassaker, das hier geschildert wird, das auch Zeisberger dokumentiert. Und zwar geht es darum, dass egal wer, also wir sind in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand, dass man sich klar machen mit wechselnden Fronten, mit wechselnden Motivationen, wer zu wem loyal ist, ob man den Briten gegenüber loyal ist oder den Amerikanern. Jedenfalls passiert es irgendwie, dass eine, jemand von den Amerikanern Rache nimmt für einen Angriff und dabei Gnadenhütten mit einer Gruppe, mit einer Gemeinde getaucht, First Nations, niedermacht. Und das wird allerdings so begründet, und das ist das fettgedruckte Zitat, dieses menschliche Betragen der Regierung in Pittsburgh, das wären die Engländer, verdross diejenigen Amerikaner, von welchen schon damals mehrmals angezeigt worden, dass sie Amerika für das gelobte Land und die Indianer für Kanaaniter hielten, die schlechtdings ausgerottet werden müssen. Ja, das ist so der Punkt, den Losekiel macht. Also es geht hier um einen, wenn man so will, um einen Vernichtungsdiskurs, der hier aufgesetzt wird und der religiös motiviert wird. Kennen wir auch aus anderen Situationen, das ist jetzt nicht verwunderlich. Das Dumme ist, dass die sie töten, sind getauft. Das heißt, sie sind Christen. Das wiederum zeigt ein bisschen, wo das Problem ist an der Sache. Und ich zeige Ihnen auch noch, wie das Ganze im Englischen ausbuchstabiert wird. Also ich könnte, das linke ist wiederum Losekiel, das rechte ist La Trobe, 5 Jahre später. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, dass die First Nations ausgerottet werden müssen und ohne Gnade vom Angesicht der Erde getilgt werden müssen, sondern dass das Amerika das dem Christen gelobte Land ist. Ja, explizit. Und das, was sie da haben, ist ein Vernichtungsrassismus. Das ist mit einem anderen Wort kann man das nicht beschreiben, denn die Christen, die sie meinen, das sind Weiße und nicht die getauften First Nations, die sind in ihren Augen keine Christen. Und das ist der Punkt, an dem man an dem ich immer ein bisschen zusammenzucke, wenn ich mir solche Quellen anschaue, weil dann besonders deutlich wird, dass die Taufe keine Möglichkeit mehr bietet, sich in die Gemeinschaft zu inkorporieren. Also das heißt, man kann nicht mehr Teil einer Gemeinschaft durch Taufe werden. Also das ist zum Beispiel bei, das haben wir bei den sogenannten historischen Türkentaufen, Jugendtaufen haben wir das, dass man zu einer Gemeinschaft hinzukommen kann durch einen Schwellenübertritt, durch ein Ritual. Und genau das wird hier ausgeschlossen, explizit. Ende des 19. Jahrhunderts als Form des Vernichtungsrassismus. Und das kann man an diesen Quellen nachweisen. Das heißt, ich kann zeigen, wann das erste Mal in einer deutschen Quelle über eine Form des Vernichtungsrassismus gesprochen wurde. Und das ist eine Form, die kann eine Koloniallinguistik, die erst ab 1884 anfängt, die kann es nicht. Das ist der Punkt. So. Und wie stellt sich jetzt das Gesamttableau dar, wenn man sich diese Texte mal aneinander schaut? Wir haben also so etwas wie die weißen Leute. Zu diesen weißen Leuten gehören die Europäer und die Amerikaner. Das Interessante ist, dass Losekiel ist Deutscher, bezeichnet sich auch so, La Trobe ist Engländer und die gehören zu den Europäern. Und die haben mit den Amerikanern nichts zu tun. Es ist
extrem spannend, wenn man sich diese Texte anschaut. Das heißt, es wird eine ganz klare Differenzierung aufgemacht zwischen Europäern und Amerikanern, wobei auch nie explizit wird, was das genau bedeutet, aber das heißt, die Benennung ist eindeutig. Dann haben wir, wissen wir, dass Lostiel und Latrobe zu der Hannover Gemeinde gehörten. Und zu denen gehören auch die First Fruits, also das heißt, die John Valentin Haidt malt. Und die wiederum haben eine sehr viel stärkere Verbindung zu den First Nations, die wir als Indianer bezeichnen. Also das heißt, das ist ein Tableau, das der Lostiel aufbaut. Und das ist eine Form von Wissen, die in Heckewälder sich fortpflanzt und auch wiederum noch, zumindest noch in Ansätzen bei Cooper dann später zu finden sein wird. Entschuldigung. Und zum Beispiel solche Narrative wie die vom edlen Wilden befördert. Ja, also das heißt, das sind alles Aspekte, die man hier beobachten kann. Moment, Willi. Das ist erstmal meine Motivation. Was ich will, ist, dass ich genau solche Schaltstellen finde, so eine Scharniere über ein Wissen, das in der Welt liegt und von dem wir noch nicht zurückgespiegelt bekommen. Konstruktionsgrammatisch wird es sehr interessant, wenn ich sage, legt mir die Texte mal alle bitte nebeneinander und ich schaue mir deutschen und englischen Konstruktionswandel über 150 Jahre an. Ja, das ist, und da halt sehe ich jetzt schon Dinge, die ich gerne untersuchen möchte. Also so wie eine sehr häufige Thun-Periphrase noch. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass das grammatisch noch nicht so überformt ist. Aber ich will Sie jetzt mit Grammatik nicht langweilen. Wenn Sie sich für Grammatik interessieren, fragen Sie mich einfach. Jetzt komme ich mal zu dem Thema, was müssen wir lokal machen, damit wir so arbeiten können? Also das heißt, dass wir über Erschließung und über die Bürgerwissenschaften reden. Ich würde das ganz gern an einem Beispiel machen, nämlich den Nachrichten aus der Brüdergemeinde. Wenn wir über lokal reden, dann müssen wir uns klar machen, dass wir in Dresden sitzen. Hier ist Bautzen, da ist Klein-Welke, hier ist Herrnhut und hier ist Niesky. Das heißt, wir haben drei zentrale Orte, die mit diesem Netzwerk sich beschäftigen oder die im Zentrum dieses Netzwerks stehen, direkt vor der Haustür. Das unterscheidet uns im Übrigen vom Rest der Welt. Und noch eine zweite Kompetenz unterscheidet uns vom Rest der Welt. Wir können nämlich Deutsch. Das heißt, wenn die ganzen Texte, die alle Deutsch vorliegen, können wir mit einer relativ sicheren Basiskompetenz lesen und verstehen. Das ist für Menschen in Bethlehem, Pennsylvania anders. Oder in Göteborg. Ja, das heißt, die sitzen zwar vor den Manuskripten, können sie auch herrlich digitalisieren, aber sehr, sehr schlecht lesen und verstehen. Den Punkt haben wir schon mal auf unserer Seite. Also wir haben, es ist alles vor der Tür, plus wir können die Quellen lesen. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Warum sind Klein-Welke und Niesky interessant? Herrnhut hatte ich ja schon gesagt, Herrnhut, da liegt das zentrale Archiv, ist Geburtsort für alles. Wenn wir irgendwas wollen von Herrnhut, müssen wir dorthin. Ja, da steht die Post. Okay, Klein-Welke, was ist Klein-Welke? Klein-Welke ist zunächst ab 1751 haben wir Herrnhuter in Klein-Welke und ab 1778 eine Knaben- und Mädchenanstalt, die bis 1942 existiert. Und was ist Klein-Welke? Das Internat für Missionskinder. Was Sie wissen müssen ist, wenn Sie in die Mission gehen oder in die Mission verheiratet werden und dort Kinder bekommen, schicken Sie die Kinder in der Regel zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr zurück nach Herrnhut oder nach Klein-Welke zur Ausbildung, damit sie dort was lernen. Sicherlich mit zwischenmenschlichem unermesslichen Leid. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen eigene Kinder hat. Und stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Südafrika und schicken dann Ihre Erstgeborene erstmal mit dem Schiff zurück nach Herrnhut. Nicht so richtig sicher, ob Sie sie nochmal wiedersehen. Also vor allen Dingen für Frauen ist die Welt damals nicht so einfach wie heute. Es gibt sehr viele Frauen, die verwitwete Missionare heiraten. Wenn Sie die gesundheitlichen Bedingungen in Suriname und in der Karibik und an der Moskitoküste in Nicaragua sind nicht so ideal, wenn Sie ein Kind gebären müssen. Das heißt, viele sterben unmittelbar nach der Geburt eines Kindes. Und dann werden sie neu verheiratet. Die
Missionar. Okay, aber jedenfalls, die Kinder kommen nach Kleinwelke und werden dort erzogen und alles, was mehr oder weniger aus den Missionsgebieten zurückkommt, mitkommt an Erfahrungen, geht in diesem Schmelztiegel zusammen. Es ist ein kleines, also wirklich ein kleines Internat, in dem alle das gemeinsame Schicksal teilen, nämlich ihre Eltern nicht mehr zu sehen, und wachsen dort gemeinsam auf. Mit allen Sprachen, die gesprochen werden, mit allen Geschichten, die erzählt werden aus der Welt. Und was passiert mit den Kindern? Die gehen meistens über das Pädagogium Niesky zurück in die Mission. Ja, also es gibt ganz viele Berichte, in denen man liest, dass eine Mutter mit ihrer Tochter Anna zurück nach Hanut geht. Anna wird dann ausgebildet, geht dann ans Pädagogium und wird dann wieder nach Südafrika verheiratet. Also das heißt, weil sie halt die Erfahrung mitbringt, auch die Lebenserfahrung. Und es ist ein unglaublicher Durchlauferhitzer, der weltweite Netze spannt, die eigentlich nicht familiär organisiert sind. Also das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder deutlich sagen, sondern das sind im wahrsten Sinne des Wortes Kosmopolitinnen, die bezogen werden. Also die permanent unterwegs sind. Das Interessante bei Niesky ist, dass es das Pädagogium ist. Das ist 1741 wird es angelegt und existiert dann eigentlich bis in die Gegenwart hinein mit wechselvoller Geschichte. Ist im Wesentlichen durch die Ideen von Comenius mitgeprägt, der zur Alpenbrüderkirche gehörte und kann als die modernste Schule gelten, die es in Europa gab. Warum? Weil alle Einflüsse aus der Welt, alles, was man mitbrachte, entweder in Kleinwelke hängen blieb oder in Niesky. Und das schließt ein, alle denkbaren Blumen, Pflanzen, Samen, Sorten. Alle Formen von Sportgeräten, die irgendwann gebraucht worden sind, irgendwo. Ich gehe fest davon aus, dass Niesky der erste Ort gewesen ist in Deutschland, in dem Fußball gespielt wurde. Ja, warum? Weil die Nähe zu Großbritannien extrem da ist und man zwischen Fulneck und Herrn deutlich austauschte und in Niesky wird die erste Turnhalle gebaut. Es gibt die ersten Baumpatenschaften. Also alles, was man sich so vorstellt, was so reformpädagogisch irgendwie relevant werden könnte, kann man erstmal an aller Stelle erstmal in Niesky suchen. Und das wiederum auf Comenius zurück. Ja, also das heißt, das hat schon eine sehr, sehr lange Tradition. Das Interessante ist, dass die Archive beider Häuser in der Hand liegen. Allerdings leider gestapelt. Also das heißt, wir wissen, dass in Kleinwelke und in Niesky genauso dokumentiert worden ist wie in Herrnhut. Ja, das wissen wir. Und wir wissen auch, wo die Sachen im Unitätsarchiv Herrnhut liegen. Also in welchem Gang. Aber wir wissen auch, dass die Sachen weder katalogisiert sind, noch irgendwie zugänglich. Und das ist die zweite große Baustelle. Ich hätte gern die Unitätsakten der Unitätsältestenkonferenz. Und ich hätte so gern das Archiv von Niesky. Warum? Weil wirklich jeder, der irgendwie durch Handlung durchgegangen ist, also Barbie wäre jetzt das Zweite noch, was man sagen muss, ja, Lubina nickt schon fleißig. Aber Niesky ist die Schaltstelle, durch die die meisten durchgelaufen sind. Mit sauber dokumentierten Tagesabläufen. Also das heißt, es gibt eine Arbeit von Kitty Fall, Lubina, du kennst es wahrscheinlich auch, den Aufsatz zu Schleiermacher, in dem Katie Fall rekonstruiert, also in Aufzeichnungen von Barbie, welche Geschichten von Nordamerika Schleiermacher wann gehört hat und daraus sein Nordamerika-Bild gebaut hat, ohne jemals in Nordamerika gewesen zu sein. Gleiches vermute ich Nora Kindermann für Gärten. Ja, um das mal auf dem, ne? Also oder Pflanzen, über Pflanzenkunde. Das heißt, dass wir ein unglaubliches Wissen vor Ort haben, von dem wir eigentlich nicht so wirklich wissen, wo es herkommt. Und wenn man sich aber diese Orte anschaut, also dieses Nebeneinander von solchen zentralen, also von Herrnhut, Kleinwelke, Niesky, wird sofort klar, da wird Wissen generiert in der Qualität, dass es wohl nirgendwo anders zu dieser Zeit so gab. Okay. Was machen wir jetzt? Also wir müssen mit irgendwas mal anfangen. Ja, es kann ja immer staunend davor stehen und sagen, ja, ist alles großartig und wunderbar. Und ganz oben sehen Sie
den Auszug aus dem ersten Band der Gemeinnachrichten von 1806. Und zwar aus einem Briefe des Bruders David Zeisberger in Goschen am Muskingum an Bruder Gotthold Reichel in Salem vom 17. Mai 1805. David Zeisberger, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist keine so eine ganz unwichtige Figur. Das ist der Brief 2b in diesem ersten Band. Das heißt, Zeisberger hat gelebt bis 1808. Das heißt, es ist einer der letzten, war vermutlich mit einer der letzten Briefe, die so dokumentiert sind. Wir wissen aber noch nicht, wie viel noch kommen in den nächsten Bänden. Es kann durchaus sein, dass noch was passiert. Und was machen wir jetzt für diejenigen von Ihnen, die keine Korrent lesen können? Und ich freue mich, dass Erik Gebel da ist, weil er mich dabei unterstützt. Genau. Hallo Erik. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, was wäre denn, wenn wir Menschen suchen, die die Deutsch-Korrent lesen können, die uns diese Texte vorlesen? Und das machen wir gerade. Also und zwar eine Tante von Erik und seine Großmutter haben jetzt angefangen, diese Briefe für uns einzulesen. Und es gibt einen Podcast, der frei verfügbar ist. Und den kann man neben die frei verfügbaren Digitalisate halten und kann sich in das Lesen der Korrent einüben. So wie man sich in das Singen, in das Lesen von Frakturen in alten Gesangbüchern einübt, während man gesungen hat. Und das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner bürgerwissenschaftlicher Ansatz. Zunächst reden wir erstmal nur über Ausbeutung zur Erschließung. Ja, das ist noch nicht Bürgerwissenschaft. Aber worüber ich mich freuen würde, wäre, dass wenn die, die mitlesen und mit einlesen, die Gelegenheit bekommen, selber Themen zu entwickeln, zu erhangen, die sie interessieren. Und dafür haben wir echt genügend anzubieten. Ich schaue nochmal in Richtung Frau Kindermann, Gartengeschichte, Botanik, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben genügend Material, dass wir bürgerwissenschaftlich arbeiten können und wahrscheinlich auch Unterstützung dafür brauchen. Also das heißt, das sind so die Punkte, das ist so ein Ansatzpunkt, den ich sehe, da zu arbeiten. Das nächste, was dann passiert, ist, dass aus diesen Aufnahmen entstehen Transkripte und zwar mit Larex. Hier würde ich sehr, sehr gern Robert und Kai von der SLUB danken, die das umsetzen oder uns zur Verfügung stellen. Und schlussendlich das Ziel ist, dass wir eine automatische OCR auf einer, dass wir Ground Truth herstellen, um dann eine automatische OCR durchführen zu können, um mit den Texten irgendwann maschinell arbeiten zu können. Und das ist das eigentliche Ziel. Also, dass man tatsächlich aus den Handschriften im großen Stil lesbare Texte macht und lesbare Texte bekommt und damit die Basis dafür, dass alle miteinander arbeiten können. Das heißt, Frau Kindermann, was an Texten, an gartenrelevanten Themen in den Nachrichten steckt, weiß ich noch nicht, aber wenn wir es maschinell lesen können, fällt es uns viel, viel leichter. Das ist also die erste Anstrengung, die wir realisieren müssen. Moment, ich rufe meine Frau an, jetzt muss ich mal ganz kurz rangehen. Entschuldigung, ich war beim Zahnarzt. Ja, hallo? Ja, so ist es manchmal live. So. Welches Mikro hatte ich nicht aus? Alle, oder? Okay, also sei es alle aus. Okay. Wir haben nur Hallo gehört, ja. Okay. Dann ist es so, dass wir von dieser Basis aus weiterarbeiten können und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, wie wir das tun. Und zwar würde ich Ihnen ganz gern zwei internationale Lehrkooperationen vorstellen, die auf das Material aufsetzen. Und zwar einmal Mapping Moravian Meanings. Und da müssen, Lubina, da müssen wir drüber reden. Genau. Und das zweite, Changing Languages and Colonization, die TU Dresden mag Akronyme, deswegen haben wir diesen Titel gewählt. Und da geht es um die Sprachbegegnungen, die in den Kolonialgebieten sich beobachten lassen, mit entsprechenden Auswirkungen in die eine oder andere Richtung. Und das überspringe ich jetzt, das muss ich gar nicht interessieren, das geht in Richtung des Masters Digital Humanities,
ganz zentral. Wir möchten gerne mit dem Moravian Archive in Bethlehem, Pennsylvania zusammenarbeiten. Und wir erproben in diesen internationalen Lehrkooperationen virtuelle Module, sodass Studierende von diesseits und jenseits des Atlantiks miteinander arbeiten können und auch gemeinsam Zertifikatskurse besuchen und gemeinsam an den Gegenständen arbeiten. Das heißt, da reden wir über Textausschließungen, wir reden über Lexikon, also das heißt Lexikonarbeit. Und vor allen Dingen geht es darum, gemeinsam die Stellen zu finden und an den Stellen anzudocken, wo weltweit Menschen mit diesem Thema beschäftigt sind. Das sind jetzt für uns jetzt erstmal zunächst Bucknell und Göteborg im Nachklapp. Das heißt, es sind auch die Projekte, die sich mit dem sogenannten Projekt Moravian Lives beschäftigen. Und Fulneck drückt immer mehr in den Fokus. Auch da müssen wir aktiv werden, so dass wir dann mehr oder weniger so ein Netzwerk an Forscherinnen und Forschern aufbauen können und das aber gleichzeitig immer mit in die Lehre spielen, um für das Thema zu interessieren. Das ist, glaube ich, sonst kommen wir da nicht weiter. Was ich Ihnen zeigen will, warum wir das müssen, ist, wir haben die ersten Briefe des Podcasts für den Podcast produziert, darunter den Brief zu UB, das hatte ich Ihnen gerade gesagt, von Zeisberger. Von Zeisberger wissen wir, dass er wahnsinnig gern sich mit Sprachen, indianischen Sprachen auseinandergesetzt hat. Also er hat Gesangbücher im Delawarischen verfasst, es gibt deutsch-delawarische Texte, Evangelienharmonien, noch und nöcher Reden, die übersetzt worden sind und so weiter und so fort. Alles für sich genommen, absolut großartig. Und in diesem Brief von 1806, der noch nicht als Digitalisat vorlag, also dem schreibt er, was er noch alles vorhat. Und wir wissen, dass er nicht mehr lange gelebt hat. Das heißt, und er zählt auch Projekte auf, die er noch nicht zum Abschluss gebracht hat. Und eines der Projekte, das er noch abschließen kann, ist ein deutsch-onundagogisches Wörterbuch in 7 Bänden und eine zugehörige Grammatik. Ich habe ihm das ja von einer privaten Webseite, weil es keine bessere Quelle gibt, im schlechten Englisch da mal mit hingesetzt. Es ist derselbe Zeisberger, den Schüssele gemalt hat. Es ist derselbe Zeisberger, der das Gnadenhüttenmassaker miterlebt hat. Es ist derselbe Zeisberger, der die Tagebücher geschrieben hat. Und der schreibt ein Wörterbuch mit Grammatik eines nordirokesischen Dialekts. Interessant wird es dann, dass dieses Manuskript in Bethlehem, Pennsylvania liegt. Also wir kennen das Manuskript nicht. Es ist auch nicht digitalisiert. Was aber digitalisiert ist oder was übertragen ist, ist eine englische Kurzfassung dieser Grammatik und eine englische Kurzfassung dieses Wörterbuchs. Die liegt in Harvard. Fulneck. Ne? Und Wilhelm von Humboldt hat auf der Basis seine nordamerikanischen Grammatiken geschrieben. Wilhelm von Humboldt ist ein Typ, der nie so wirklich aus seinem Büro rauskam. Also immer sehr schön stabil in seinem Stuhl gesessen hat, ein Lehnstuhl-Linguist, würde man heute sagen. Im Gegensatz zu seinem Bruder Alexander. Alexander ist halt durch die Welt gefahren. Und beide stützen sich auf fernöstliche Quellen. Alexander vor allen Dingen für Südamerika. Wilhelm konzentriert sich auf Nordamerika. Und es dürfte eine interessante Frage sein, ob Wilhelm von Humboldt dieselbe Perspektive auf das Onondagogische einnimmt wie Zeisberger. Ich gehe nicht davon aus. Denn Wilhelm hat eine spezifische Perspektive auf die Sprachen dieser Welt, die sehr stark durch seine eigene Bildung und Ausbildung geprägt ist. Also das heißt, er hat immer so einen leicht negativen, abwertenden Duktus, wenn er etwas beschreibt. Aber auch darüber wissen wir noch nichts. Also wir wissen nicht genau, wie und welche Spracheinschätzungen sich dort beobachten lassen. Und dieses Wörterbuch und diese Grammatik würde ich gerne ins Zentrum dieses zweiten Projektes schieben. Denn es ist eines wohl wahr, die Herrnhuter haben indigene Sprachen dokumentiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie eine neue Verkehrssprache mitgebracht. Und damit die indigenen Sprachen ganz wesentlich verändert, wenn nicht gerade mit dazu beigetragen, dass sie nicht mehr als Verkehrssprache verwendet worden sind. Und wenn Sie wollen, schauen Sie mal auf Twitter nach Inuk Word of the Day. Und mein Lieblingswort dort ist Sunabind. Und
der Inuit, der in Labrador genau das vorstellt, Andreas Andresen heißt er, eigenwilliger Name für den Inuit, hat, wusste nicht, woher dieses Wort kommt, dein Freund meint dann, es kommt aus Deutschland. Und bei genauer Recherche hat sich herausgestellt, dass das ein Wort ist, das die hanoischen Missionare 1780 mit nach Labrador gebracht haben, um es die Inuit zu lehren, die keine Wochentage kannten. Und das ist nicht nur Sunawind. Und wenn Sie das hören, wenn er das spricht, das klingt nach einem ostsächsischen, nach einer ostsächsischen Aussprache. Sunawind, Mitjavugi für Mittwoch und Freitag für Freitag. Ja, also das heißt, das sind so Effekte, die man dann beobachten kann. Und als Linguist schaue ich natürlich genau auf solche Dinge. Gut, zum Ausblick. Wo geht die Reise hin? Dann sprechen wir. Ich hätte, was ich angefangen habe, ist ein Blog. Und in diesem Blog dokumentiere ich immer mal das eine und das andere, die eine Folge des Podcasts, dann wieder mal einen Fortschritt bei der Handschriftenerschließung. Und Nora Kindermann, weiß ich, hat mir schon Informationen dafür geschickt. Da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen, wie wir das da ganz gut unterbringen und vor allen Dingen auch das Material, das Sie haben, sind die Interessen, die Sie haben. Es sind alle herzlich eingeladen, daran mitzutun. Es geht im Moment nicht um Seriosität und Abgeschlossenheit. Es geht eher darum, diejenigen zu finden und mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die Fragestellungen zu ermitteln, die für alle interessant sind. Wir hatten vorhin im Chat vorher das Gespräch dazu, das ist auch, dass wir auch Musik irgendwie uns genauer anschauen müssten, ja, und Noten. Also der, muss ich mal ganz kurz überlegen, ist das Latrobe oder Luis? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Latrobe gilt. Lubida, weißt du das, ob Latrobe oder Loski als derjenige ist, der die europäische Kirchenmusik nach Nordamerika gebracht hat? Ist das Latrobe gewesen? Ich glaube, Latrobe gilt als derjenige. Ich bin mir aber nicht sicher. Im Umfeld der Hernhuter wird das erste Saiteninstrument vermutet, das in Nordamerika gebaut worden ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist ein unendlicher Kosmos, der sich da öffnet. Und ich kann nur einen Bruchteil davon bespielen. Aber das soll es von mir gewesen sein. Also vielen Dank für das Interesse. Eine Stunde habe ich jetzt zumindest schnell diesen Überschlag gewagt. Das Ganze, das hat Juan vorhin schon kurz angedeutet, soll dahin gehen, dass wir nach dieser Vorstellung der Möglichkeiten, die wir haben, in einem weiteren Schritt gemeinsam sagen, wo könnten wir uns vorstellen, anzudocken? Was könnten interessante Projekte sein? Was sind interessante Quellen, die wir heben müssen? Bevor man sich jetzt, also wenn die ganz praktische Situation ist die, dass wenn man sich einen Herrnhut ans Regal stellt und sagt, wir machen jetzt mal die nächsten 10 Meter, ist man lang beschäftigt. Möglicherweise gibt es intelligentere Zugriffe, wenn Ihre Interessen dementsprechend sind. Das ist so der Punkt, auf den wir hin müssen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank. Und ich würde jetzt mal die Präsentation stoppen. Wir Und danken dir, Alexander. gespannt auf Fragen, Antworten, Kommentare, Meinungen, Wünsche, Haltungen. Und wenn es okay ist, meine Frau hat eine fiese Kieferoperation, ist noch im Krankenhaus. Und ich würde sie gern mal zurückrufen für 2 Minuten. Na Also, wenn klar. Sie sich schnell einen Kaffee holen wollen, dann tun Sie das. Und ich würde ganz kurz telefonieren, bin sofort da. Ist mir unangenehm, aber es lässt sich echt nicht ändern. Das ist überhaupt kein Problem, Alexander. Ja? Vielen, vielen Dank. Also, bis gleich. Bis gleich. Stell dich mal stumm und dann. Ja, jetzt ist er stumm. So, ich hoffe, ihr fandet es genauso, Sie fanden das genauso interessant wie ich. Alexander steckt da natürlich sehr, sehr, sehr tief drin, hat viele Jahre gearbeitet und sieht das Potenzial. Wir von der SLUB begleiten schon mehrere Jahre zunehmend intensiver, nicht zuletzt durch die Digitalisierung im LDP, im Landesdigitalisierungsprogramm. Wo wir, wie Alexander schon erwähnt hat, die Nachrichten, die schriftliche Version, also die Vorversion der gedruckten Herrnhuter Brüder, Nachrichten aus der Herrnhuter, nee, Nachrichten aus der Brüdergemeinde, so rum, haben wir digitalisiert und die werden jetzt mit Hilfe von Freiwilligen, die Kurrent lesen können, und später auch dann automatisiert in digitale Texte verwandelt.
Und das ist ganz spannend. Und für diejenigen unter Ihnen, die jetzt schon wissen, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich interessiert. Alexander Lasch hat es ja schon erwähnt, aber am 8.6., am 8. Juni, findet eben ein Workshop statt, zu gleicher Uhrzeit, am gleichen Wochentag. Und da würden wir uns ganz konkret hinsetzen und sagen, okay, was können wir jetzt, wie können wir ein oder mehrere oder ich weiß nicht, das wird sich ja geben, Projekte entwickeln, planen und hoffentlich dann auch finanziert bekommen, die uns interessieren, in denen wir involviert werden und in welcher Form wäre ich dann gerne dabei. So, Alexander, ich habe nur ganz kurz ein bisschen überbrückt Überbrückt. und erwähnt und ich Okay. schlage vor, wenn man in dem Zoom-Fenster so nach unten geht, da gibt es so ein Smiley, da steht Reaktion. Und wenn man da drauf klickt, hat man mehrere Reaktionen, ein Klatschen, ein Fingerheben. Und eins davon ist Handheben. Und wenn Sie was fragen oder kommentieren wollen, dann würde ich vorschlagen, Sie tun das, dann sehen wir das im Chat rechts. Und dann können wir so das Wort erteilen. Das ist vielleicht am besten, ne? Nicht, dass alle durcheinander sind im Reden. Also einfach Hand heben, so wie ich das jetzt gemacht habe. Moment. Kommt es durch? Siehst nur du das? Sehen alle. Sehen alle, alles klar. Sehr schön. Gut. Vielleicht frage ich die erste Frage. Ja. Vielleicht nur als Andeutung, weil es vielleicht nicht die allerwichtigste ist, aber die eine, die mich interessiert. Und das ist, wir haben viel über Erschließungen gesprochen, also so Ja. digitalisiert, es wird vorgelesen. Hoffentlich wird das Vorgelesen nicht nur zum Anhören, sondern auch zum Erschließen der Texte führen. Du hast ja sicherlich schon einige Gedanken gemacht über das digitale Erforschen selbst. Also, dass man, ne, als Computerlinguist, der du da auch bist, Ja. hast du schon konkrete Ideen? Weil Projekt gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich schon in Nee, deinem Hinterkopf. es gibt im Wesentlichen zwei Dinge. Eins habe ich heute vorgestellt. Da geht es tatsächlich darum, dass man sich diskurslinguistisch mit einem bestimmten Ausschnitt aus der Welt beschäftigt. Und man spricht da vom sogenannten Decentering, also das heißt soziolinguistisch, nämlich dass man versucht, eine andere Perspektive einzunehmen und von der auf etwas anderes draufzuschauen und so etwas zu einer Perspektivkorrektur beizutragen. Also wie verändert sich unsere Perspektive, je nachdem, welche Texte wir uns anschauen. Und das ist die eine Richtung, die funktioniert immer, weil man in den analytischen Texten immer etwas findet, das erstaunlicherweise die eigene Perspektive korrigiert. Und das andere ist das habe ich jetzt ein bisschen zurückgestellt. Das ist eine korpuslinguistisch orientierte Konstruktionsgrammatik. Wir Okay. wissen, wir haben aus dem 19. und 18. Jahrhundert geschlossene Corpora auch in anderen Kontexten. Es gibt zum Beispiel die Montanwissenschaften. In den Montanwissenschaften gibt es auch riesige Corpora, die lückenlos überliefert sind. Was die analytischen Texte sehr speziell macht, ist, dass sie fast fehlerfrei geschrieben sind. Das heißt, wir haben und eine implizite Norm, von der ich noch nicht weiß, woher sie kommt. Das heißt, also wenn man sich einen Text von 1795 anschaut oder von 1803, da hat man das Gefühl, man schaut auf einen dudennormierten Text von 1906. Also das weicht wirklich in Bruchteilen noch ab, ja. Und erstens frage ich mich, woher das kommt. Also es muss ja irgendjemand, also das frühe 19. Jahrhundert ist noch nicht in dem Maße normiert, wie wir das erwarten dürften. Und vor allen Dingen, mit welchen Materialien sind die Kinder ausgebildet worden, die so schreiben? Also das heißt, wie gesagt, Klein-Welke, Niesky, alles klar, Schule, wunderbar. Aber vor allen Dingen die private Schriftlichkeit von Frauen sticht in einer Art und Weise heraus, also wir reden ja von einfachen Menschen. Wir reden nicht von Adligen, die Zeit ihres Lebens in der Kammer saßen und lesen und schreiben gelernt haben in 28 europäischen Sprachen. Sondern wir reden von
einfache Menschen, ja, also ohne besonderen Bildungsabschluss, ohne besonderen Bildungshintergrund und ohne einen bildungsaffinen Hintergrund meist. Und die werden dazu gebracht, in einer Art und Weise zu schreiben, dass man 100 Jahre später damit noch Lehrbücher füllen könnte. Und das ist, und wir wissen überhaupt nicht, wie die Schreibvermittlung funktioniert. Also wir kennen aus Beschreibungen, wie Stundenpläne aussahen. Wir wissen auch, wie so ein Tagesablauf aussah. Wir wissen auch, wie oft vorgelesen wurde und wie oft vorgelesen werden musste. Auch das wissen wir. Aber das ist, dass wir von einer gesamten Gemeinschaft reden, die faktisch fehlerfrei schreibt. Ja, das alle. Das ist ein Rätsel, da würde ich gern so ein Stück näher kommen. Also das würde ich gern verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass man das über maschinenlesbare Korpora sehr, sehr gut machen kann, weil man dann nämlich die Texte tatsächlich nebeneinander halten kann und sagen kann, wo schleichen sich Varianzen ein? Gibt es vielleicht Spezifika unterschiedlicher Bildungseinrichtungen? Gibt es andere Stile in Barbie als in Niesky? Das kann durchaus sein, vor allen Dingen in der frühen handschriftlichen Zeit, ja? Also ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bis dann wirklich gedruckt wird im großen Stil. Mhm. Das ist durchaus möglich. Und dann ist es möglicherweise so, dass man eine Handschrift von einer Gruppe von LehrerInnen wiedererkennt, weil deren Variant sich im Schreiben der anderen fortsetzt. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sieht man nicht mehr durch den Blick auf einen Lebenslauf, sondern dafür brauche ich maschinenlesbare Korpora. Ja, ja. Sehr interessant. Das ist nur ein Ding, Sprachwandel. Wann ändert sich, wann verändert sich die, wann merkt man, dass genuin Englisch geschrieben wird? Also die ersten Texte werden von Deutschen geschrieben und diese werden auch von Deutschen ins Englische übersetzt. Ich würde mal annehmen, dass man das merkt. Und auch die Berührungspunkte in Fulneck sind sehr eng. Und erst Deutsch, dann Englisch. Und ich bin gespannt, oder mich würde interessieren, wann merkt man den Texten an, dass sie genuin auf Englisch geschrieben sind. Also wann setzt sich Bethlehem von Europa ab? Und das muss Anfang des 19. Jahrhunderts sein. Und weil dann auch Bethlehem konstitutionell sehr schnell andere Wege geht. Sie schaffen das Los eher ab als Herrnhut und sind sehr, also sind progressiver, ja. Also sie gelten als progressiver, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass man diese Ablösung schon sehr früh an den Texten sehen kann. Also dass man schon sehr, sehr früh sehen kann, wer wird hier das neue Vorbild. Und wir haben keine Korpora, die uns das erlauben. Also die so einen Klick mal auf Sprachvergleich erlauben. Mhm. Gibt es keins. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich sehe zwei Handhebungen. Einmal von Dominik Stolz, ich glaube, der war der Erste. Und dann Kai danach. Dominik, willst du? Ja, vielen, vielen Dank für den Vortrag, der wirklich vieles angestoßen hat wieder. Bei mir gerade zu dem Punkt der einerseits der Vereinheitlichung durch die Schulen, dann aber eben andererseits das, was Sie eben auch schon wieder angesprochen haben, wie es dann in den verschiedenen Orten auseinandergeht. Für mich dann aber eben auch die Frage, was passiert, bevor der Sprachwandel, der Sprachwechsel tatsächlich eintritt? Also wie weit läuft es da allmählich auseinander und wie zwischen den verschiedenen Orten im Vergleich? Das würde mich interessieren. Und dann andererseits ganz physisch, Sie hatten hinter sich die 3D-Kamera erwähnt. Was ist das? Was für ein Projekt ist das? Was ist das? Genau. Was ist das? Was wird das? Okay, also vielleicht ganz kurz. Das erste war nur, ist spekulativ. Ich würde vermuten, dass wir da unterschiedlichste Entwicklungen beobachten können. Ich denke schlussendlich, was wir aber sehen werden, ist am Sprachgebrauch eine der ersten kosmopolitischen Gesellschaften, die wir kennen. Das heißt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht mehr in traditionellen Strukturen groß werden, werden sie in Hand sowieso nie, sondern sie leben in Chören, ja, und zwar nach Lebensalter und nach Status, also ob sie ledig sind oder verheiratet sind. Ich habe lange Jahre nicht verstanden, wo die Kinder sind. Ich habe immer gedacht, die verheirateten Frauen leben da, die verheirateten Männer dort, wo sind die Kinder? Und weil ich nicht verstanden habe, dass jeder für sich lebt halt.
ja, in seiner zugehörigen Gruppe, bis man dann später im 19. Jahrhundert sagt, na gut, jetzt können die Familien dann schon nochmal zusammen wohnen. Das ist zum einen, also wir haben da sowas wie in den Vereinigten Staaten, die Kommunen werden dort als die ersten sozialistischen Kommunen überhaupt bezeichnet. Also, weil das Gleichheitsprinzip in jede Richtung durchschlägt. Das ist bemerkenswert. Und das Zweite ist, wenn es so eine etablierten Strukturen nicht gibt in der Gemeinschaft und sowieso alle permanent weltweit unterwegs sind, dann ist es so, dass wir eigentlich von so einer kosmopolitischen Gemeinschaft ausgehen müssen, die natürlich eine Varietät teilt, also die auf eine Art und Weise spricht und schreibt. Und das Interessante könnte aber sein, dass diese Ausbildungsstätten, also die ich gerade meinte, Barbie und Niesky oder auch Klein-Welke, dennoch einen sehr starken Einfluss haben, der sich dann später auch noch beobachten lässt. Gerade weil die Gemeinschaft so sicher ist, dass sie keine Fehler macht, bin ich mir sicher, dass sie es macht. Aber die kann man eben nicht mehr an einem Text erkennen, sondern da braucht man größere Mengen. Und ich denke, dass es absolut erstaunlich wäre, wenn man diese Spuren nicht nachvollziehen könnte. Ja? Das Zweite, was macht die Kamera? Die Idee ist folgende. Jemand, der in Bethlehem, Pennsylvania sitzt, wird möglicherweise sehr wenig Gelegenheit haben, mal einen Ort wie Niesky oder Herrnhut selbst besuchen zu können. Und ich weiß ja, dass die SLUB in das ein oder andere technische Gimmick investiert, das möglicherweise damit zusammenhängen könnte. Und da wiederum ist es so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man virtuelle Exkursionen baut. Also mit diesen Geräten kann man 3D-Umgebungen modellieren. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut es unter freiem Himmel geht, aber man kann bis zu 200 Punkte in ein Modell stecken und dann faktisch Innenräume komplett ausmodellieren. Noah Kindermann, das kann in Richtung Garten gehen, dass wir es mit Außengelände mal probieren. Es kann auch in Richtung Gottesacker gehen, dass wir es da mal probieren. Bei allem, was wir da machen, müssen wir aber vorher die Kirchendirektion fragen. Wir können nicht einfach eine Kamera auf den Gottesacker aufstellen, das wird nicht funktionieren. Würde ich auch tunlichst bleiben lassen. Denn ich glaube, alles, was Herrnhut nicht will, ist Pilgerstätte zu werden für irgendwelche Wahnsinnigen, die sagen, das wollte ich schon immer mal sehen. Also das heißt, da muss man ein bisschen sorgsam sein, was man da auswählt, wieso, weshalb und warum. Aber ich denke, dass man das benutzen kann, um die Technik, die wir dann einsetzen würden, wäre so, dass man diese 3D-Modellierung anreichern kann durch Textfragmente, durch Videos, durch Ton. Und das heißt, alles das, was wir hier machen, also das heißt, dass wir, wenn wir angenommen, Zeisberger liegt zum Beispiel, ist beerdigt in Goschem am Muskingum. Wenn Ihnen das nicht sagt, auf den ersten Blick, was ich mal vermute, es ist im heutigen Ohio. Und da werden wir nicht hinkommen, also weder Sie noch ich. Aber wäre das nicht großartig, wenn wir von dieser Szenerie ein 3D-Modell hätten, an das wir zum Beispiel die Zeisberger Texte anheften könnten? Oder eine Biografie? Oder wenn wir so einzelne Stationen mappen könnten, wo sich eine bestimmte Figur wann wie bewegt hat? Oder Orte zeigen können, an denen bestimmte Figuren und der Herrnhuter zu einer bestimmten Zeit zusammen waren. Also in Mapping Moravian Meetings haben wir, glaube ich, ein Zusammentreffen von Zeisberger, Weiß und Spangenberg in Nordamerika. Also die dort über die Missionsentwicklung, strategische Missionsentwicklung sprechen. Da ist Zeisberger noch nicht da, da ist er noch zu jung. Aber und das hätte ich gern in einer 3D-Umgebung. Und so wie es heute aussieht. Und dann würde ich alles, was wir arbeiten, anpinnen, anheften und zeigen und ausstellen. Ja, es hat nichts mit maschinellem Arbeiten zu tun. Aber das geht in Richtung Bürgerwissenschaft. Das ist genau der Punkt. Ja, also da kann man ganz praktisch zusammenarbeiten und kann sehr viele Leute mit ins Boot holen. Vielen Dank. Super. Genau, ich habe unter freiem Himmel auch schon geeignete Aufnahmen gesehen. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es geht. Gut, Kai wäre der Nächste, aber ich glaube, Noah Kindermann und Lubina, habe ich das richtig verstanden? Du wolltest auch was sagen? Ich habe es jedenfalls in der Liste und wahrgenommen. Kai, du bist der Nächste. Also wenn sich die Frage von Frau Kindermann jetzt anschließt an das, was Alexander gesagt hat, dann trete ich gerne noch einen Moment zurück.
Okay. Also, nett, ja. Genau, ich wollte nämlich einfach nur ergänzen, wir haben im letzten Semester ein Filmprojekt gemacht in Herrnhut auf dem Gottesacker und das ist sehr gut angekommen. Also die Fördergemeinde hat sich da sehr kooperativ gezeigt. Es gab auch ein Interview dann und die wollen jetzt auch den Film, der da entstanden ist, gerne auch in ihrer Gemeinde dann zeigen. Also ich glaube, mit diesem Filmprojekt ist auch schon wieder so ein bisschen ein Kontakt hergestellt zum Institut für Landschaftsarchitektur, sodass, wenn wir sagen, dass wir da was machen wollen, die zumindest, dass wir da nicht so ganz unbekannt sind. Ne? Und unbekannt sind wir da alle nicht. Die Frage ist nur, wir werden nur langsam viele. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Aber vielen Dank für den Hinweis. Das wäre zum Beispiel was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was man auf dem Blog zeigt. Also ich kann Ihnen auf jeden Fall mal den Link zu dem Film schicken. Dann können Sie sich den schon mal angucken. Und ich müsste das... Bitte? Veröffentlicht ist er noch nicht, oder? Der ist nie veröffentlicht. Das müsste ich erstmal mit dem Chef klären, wie das geht mit Studienergebnissen. Und da gibt es ja alle möglichen Vereinbarungen, die wir und der Student unterschreiben müssen. Und das ist immer alles nie so ganz so einfach, also Wissen zu teilen. Das interessiert mich nur, dass Herrn mit dem zustimmt. Alles andere ist mir egal. Also Studierende, dann müssen sie klagen. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall erstmal intern zukommen lassen, dann können Sie sich das mal angucken, Herr Lasch. Und wenn Sie denken, dass wir das veröffentlichen sollten, würde ich mich um den Rest kümmern. Ja, zumindest würde ich es ordentlich einbetten. Also das habe ich schon gesagt, das ist so ein Aspekt, der da dazukommt, den wir brauchen. Und dann ergibt sich das meiste nach und nach von sonst. Also meine Spezialinteressen, Konstruktionskammer, die muss echt niemand teilen. Das muss echt niemand interessieren, außer mich. Ja. Aber der Witz ist an der Sache, dass wir genau so eine Punkte identifizieren und ich würde ganz gerne die Koloniallinguistik oder die Kurslinguistik als Hut in den Ring werfen, um zu sagen, das wäre das, was ich anbieten könnte für die gemeinsame Bespielung des Themas. Und umso besser, wenn Sie dort schon einen Film gedreht haben, dann kann ich mit der Kamera leichter nach Herrnhut fahren. Ja? Das ist so der Witz. Wir waren sogar mit einer Drohne unterwegs. Nein, das ist ja unglaublich. Ja, cool, ne? Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Peter Vogt, also für alle, Peter Vogt ist so die zentrale Schlüsselfigur, wenn es um die Koordination der Kontakte nach außen geht. Und das mit dem ich überfordert. Auch das wäre, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe hier in dieser Gruppe, dass man die Aktivitäten gemeinsam koordiniert. Also dass man, ne, das ist total wichtig und dass man auch immer haben nur das Gefühl gibt, wir wollen euch nicht in eurer Ruhe vor Ort stören. Das wollen wir wirklich nicht. Ne? Ist so ein bisschen ambivalent, weil sie wünschen sich, dass jemand kommt und sich für Herrn und interessiert, aber es soll dann auch wieder nicht zu genau hingeguckt werden. Ja? Also das heißt, das ist so eine, und das kann ich auch sehr gut verstehen. Also das heißt, das hat eine eigene Geschichte, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Gut. Vielleicht nur so viel. Der Reichel, von dem in einem der Texte mal die Rede war, die leben heute noch. Die leben auch noch in Herrnhut. Das heißt, man hat immer sofort Familiengeschichte mit 300 Jahren Missionsgeschichte zusammen und das ist halt heikel manchmal. Genau. Danke. Ich habe jetzt Kai auf der Liste und eventuell Lubina, muss ich noch fragen. Okay, meine Frage richtet sich, sage ich mal, an die Aktivitäten der vielen Institutionen, die du so nebenbei erwähnt hast, zum Beispiel da in Bethlehem und wie viel digitalisieren die und wie viel ist da schon digitalisiert und wie viel Arbeit können wir uns sparen, wenn wir mit denen in einen konkreten Austausch gehen und versuchen, wirklich alles zusammenzuwerfen und eine große Sammlung zu bauen, die kooperativ von einer interessierten Gemeinschaft gepflegt wird. Das wäre eigentlich das, was ich mir am meisten wünschen würde. Also das wäre das, was ich mir am allermeisten wünschen würde, dass man da den Austausch sucht. Wenn man sich die Ressourcen in Bethlehem anschaut,
ist es tatsächlich so, dass der Eindruck der ist, dass es an Geld fehlt, was das heißt für die Digitalisierung, und dass man tatsächlich mit sehr konkreten Vorstellungen kommen muss. Ich war so frech, dem CTIO zu sagen, dass ich 50.000 Euro brauche, wer sie hernimmt, ist mir egal. Und dass ich, weil ich da will ich keinen Antrag für schreiben. Ich will das gern machen. Ich würde ganz gern, zum Beispiel die Zeisberger Grammatik hätte ich gern digital. Und das kostet einfach Geld. Und ich will jetzt nicht 58 Forschungsanträge schreiben, um dann mir 37,50 Euro zusammen zu borgen, ja, um das irgendwie zu ermöglichen. Und dann sagt mir die Dezernat 5, naja, noch transatlantisch überweisen geht leider nicht. Und ich hätte gerne eine Möglichkeit, dass wir sowas als Piloten schnell und unproblematisch herstellen können. Aber die Richtung ist genau die, Kai. Es wird genau dahin gehen, zu sagen, wie kommen wir an die Archive in Bethlehem ran und zumindest an einzelne Teile. Was ist mit Harvard, mit dem Archiv aus Fulneck? Und das, was digital im Netz verfügbar ist, ist wirklich überschaubar. Es ist echt überschaubar. Es gibt viel, aber es ist überschaubar. Es ist vor allen Dingen nicht systematisch. Das ist so das größte Problem.